Moin Leute, und heute zeige ich euch wieder einen Solo Unlimited Money Glitch mit Bypass für die Next-Gen-Konsolen. Also dieser Glitch funktioniert auf jeden Fall auf der PS4 und auf der Xbox One. Für die PC-Leute, probiert diesen Glitch einfach mal aus und sagt einfach mal in den Kommentaren Bescheid, ob der bei euch auch funktioniert. Und Leute, dieser Glitch ist wirklich, wirklich richtig, richtig heftig. Weil dieser Solo-Glitch wirklich so heftig ist, setze ich auf dieses Video sogar mal ein Like-Ziel von über 200 Likes, Leute. Denn das können wir locker mit diesem krassen Glitch machen. Denn Leute, jetzt kommt der Hammer. Ihr könnt ein Auto für 1 Million Dollar verkaufen. Wie das geht, wie ihr euer Duplikat für 1 verfickte Million Dollar verkaufen könnt, zeige ich euch am Ende des Videos. Deswegen unbedingt dranbleiben, Leute. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch, Leute? Ihr braucht eine öffentliche Sitzung, wo mehr als 16 Leute drin sind. Außerdem braucht ihr einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil des MOCs muss ein Lager für persönliche Fahrzeuge sein und ihr braucht ein Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Zur Info, der LG Retro Casting funktioniert für diesen Glitch leider nicht, aber Leute, ihr könnt den Sultan nehmen, ihr könnt den Slaven Custom nehmen, ihr könnt eigentlich jedes andere Auto auf gut Deutsch eigentlich fast benutzen. Aber das ist ja egal, wie wertvoll das Auto ist, denn da ich am Ende des Videos zeige, könnt ihr sowieso jedes Auto für 1 Million Dollar verkaufen. Wie geil ist das denn? Und euer Fahrzeug braucht auch ein personalisiertes Nummernschild. Ein benutzerdefiniertes Nummernschild, zum Beispiel bei mir NHW. Und ihr braucht natürlich auch noch normale LMGs, die für diesen Glitch verloren gehen können. Aber ein normaler Fahrzeugroller tut diesen Job auch. Denn pro Duplikat verliert ihr eigentlich ein Fahrzeug. Auf den normalen Weg natürlich. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Like-Button mal so richtig zu verprügeln. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, können mich natürlich jetzt auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Als erstes seid ihr natürlich in einer öffentlichen Sitzung, wo mehr als 16 Leute drin sind. Als nächstes bestellt ihr euren MOC zu euch. Ihr braucht eine relativ gerade Fläche. Deswegen Leute, benutzt einfach meine Location. Die funktioniert auf jeden Fall für diesen Glitch. Als nächstes geht ihr zu Fuß rein und fahrt mit dem Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, nach draußen. Seid ihr draußen angekommen, dreht einfach wieder um und fahrt zurück in den MOC hinein. Sobald die Einfahramination kommt, müsstet die R2 und L2 Taste spammen wie geht nicht mehr. Einfach durchgehend spammen, bis die Amination zu Ende ist. Und wenn das passiert ist, müsstet ihr einen kleinen Ausschnitt sehen, wo euer Trailer total hin und her backt. Dann wisst ihr schon mal, okay, diesen Schritt habe ich schon mal richtig gut hingekriegt. Seid ihr dann jetzt im MOC angekommen, kommt jetzt leider ein kleiner Timing-Teil. Aber Leute, das ist wirklich nur ein bisschen Timing und ein bisschen Glück. Ihr drückt jetzt die Dreieckstaste, um ins Fahrzeug einzusteigen und ihr haltet jetzt die Optionstaste gedrückt und die rechte Pfeiltaste haltet ihr auch gedrückt. Und jetzt Leute, jetzt kommt es auch wirklich aufs Timing an. Ihr müsst jetzt die L2-Taste drücken und danach direkt die Optionstaste loslassen. Also ihr steigt so gesehen aus, dadurch, dass ihr die Optionstaste losgelassen habt, steigt ihr automatisch aus, wählt das Optionsmenü und ihr fahrt ja raus. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann müsstet ihr so ein Screen sehen, bei mir, wie ich einfach durchgehend nach rechts scrolle in diesem Pausenmenü. Aber Leute, sobald ihr dieses Pausenmenü seht, müsst ihr die rechte Pfeiltaste nicht gedrückt halten, sondern spammen. Wirklich einfach nur die rechte Pfeiltaste spammen, sodass sich das ganze Zeit wechselt. Alles, wirklich alles funktioniert hat, müsstet ihr zu Fuß ohne Fahrzeug draußen spawnen. So, und jetzt gehen wir wieder rein und schauen, ob es funktioniert hat. So, in meinem Fall hat es jetzt leider nicht funktioniert, aber Leute, lasst nicht den Kopf hängen, das kann mal passieren. Deswegen versucht es einfach direkt noch einmal. Ihr steigt ein, haltet wieder die Optionstaste gedrückt und die rechte Pfeiltaste gedrückt und gebt Gas, lasst die Optionstaste relativ zeitnah wieder los. Ihr steigt aus, aber fahrt auch direkt raus und sobald ihr das dieses Pausenmenü seht, spammt ihr die rechte Pfeiltaste, solange bis ihr draußen zu Fuß seid. Wenn ihr draußen zu Fuß seid, habt ihr natürlich wieder alles richtig gemacht und geht zu Fuß wieder in euren MOC hinein. So,
Aber was wäre jetzt, wenn wirklich alles funktioniert hätte? Was müsste denn passieren? Also im offiziellen Fall müsste sie eigentlich zwei Fahrzeuge übereinander sehen. Aber in meinem Fall war das zweite Fahrzeug, ihr seht es jetzt auch gerade, richtig verbuggt, hat rumgeraged wie sonst noch was. Aber Leute, das zählt sogar auch. Das Fahrzeug ist offiziell dupliziert. Was müsst ihr denn jetzt tun, wenn das bei euch so gesehen passiert ist? Bei mir ist es zwar ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Als nächstes stellt ihr euch einfach irgendwo hin und geht ins Internet, geht dann in den Dwarf Store, geht auf mobile Kommandozentrale und geht dann in den zweiten Sektor. Seid im zweiten Sektor, wählt ihr die Waffen- und Fahrzeugwerkstatt aus für $995.000 und kauft die dann auch. Ihr werdet dann automatisch aus den MOC rausgeschmissen. So, euer MOC ist jetzt in diesem gewünschten Glitch-Modus. Das bedeutet, ihr seid jetzt im Modus, wo ihr euch unendlich viele Fahrzeuge duplizieren könnt. Als nächstes bestellt ihr über Mechanica einen normalen LG oder einen Faccio-Roller. Auf jeden Fall ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Habt ihr das Fahrzeug zu euch geholt, zerstört ihr es einfach und geht in den MOC hinein. Am besten wartet ihr noch kurz, dass ihr die Sterne bekommen habt draußen und geht dann erst in den MOC rein, denn durch den MOC verliert ihr die Sterne instant. Seid ihr drin angekommen, steigt ihr in das Fahrzeug ein und drückt die rechte Pfeiltaste, um in die Tuning-Werkstatt zu gelangen. Seid ihr in der Tuning-Werkstatt angekommen, scrollt ihr runter zum Nummernschild. Seid ihr beim Nummernschild angekommen, kauft euch einfach irgendein anderes Nummernschild. Ihr könnt euch eine andere Lackierung auch kaufen oder sonst irgendwas verändern. Es muss eigentlich nur was verändert werden. Aber Leute, das Nummernschild ist einfach am billigsten. Habt ihr dann ein Nummernschild geändert, drückt ihr so lange Kreis, bis das Menü kommt, Kommandozentrale verlassen oder Fahrzeug verlassen. Ihr geht dann auf Fahrzeug verlassen. Seid ihr dann wieder zu Fuß vor eurem Fahrzeug, geht ihr einfach aus dem MOC hinaus. Und Leute, draußen steht jetzt ein Duplikat. Wie geil ist das denn? Und ihr könnt es jetzt einfach zu eurer Garage fahren und es dort abspeichern. Und so einfach ist das, Leute. Um wieder ein Fahrzeug neu zu duplizieren, müsst ihr einfach wieder euch einen LG rausfahren oder einen Faccio-Roller rausfahren, ihn wieder zerstören und so weiter und so fort. Aber in meinem Fall bringt es dieses Duplikat $780.000 ungefähr. Aber Leute, ich habe ja am Anfang gesagt, das Fahrzeug bringt $1.000.000. Habe ich jetzt belogen? Nee, Leute, ich habe natürlich euch jetzt nicht belogen. Warum soll ich das denn machen? Nee, Leute, wirklich, ich kann dieses Fahrzeug, was offiziell eigentlich nur $780.000 wert ist, in eine 1.000.000 $ Karre verwandeln. Und das ist wirklich mega leicht. So, als erstes müsst ihr natürlich euren MOC wieder in diesen Glitch-Modus bringen. In meinem Fall ist es jetzt schon getan. Was müsst ihr als nächstes tun? Ihr registriert euch jetzt einfach als MC, also Motorradclub-Anführer, und bestellt euch ein Oppressor-Bike. Habt ihr euch den Oppressor zu euch bestellt, lasst ihn einfach wieder einlagern und geht dann wieder in den MOC hinein. Seid ihr im MOC angekommen, steigt ihr wieder ins Fahrzeug ein, drückt die rechte Pfeiltaste, um in die Tuning-Werkstatt zu gelangen. Seid ihr in der Tuning-Werkstatt, müsst ihr einfach irgendwas verändern. Egal was, Hauptsache ihr verändert etwas. Habt ihr etwas verändert, drückt ihr so lange Kreis, bis das Menü kommt, mobile Kommandozentrale verlassen oder Fahrzeug verlassen. Ihr geht dann auf Fahrzeug verlassen und verlasst dann so den MOC. Seid ihr draußen angekommen, boom, das Fahrzeug hat sich jetzt wieder dupliziert. Und wenn wir das jetzt direkt zu Alice Customs fahren, boom, wir sehen, Leute, das Fahrzeug bringt auf einmal 1.000.000 verfickte Dollar. Total unlogisch, Leute, aber egal. Das Fahrzeug bringt eine verfickte $1.000.000, obwohl es eigentlich $220.000 weniger wert ist. Aber man sagt ja nicht nein zu so viel Geld, ne? Und deswegen, Leute, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, wieder ein Like fürs Video dazulassen, da das wirklich richtig, richtig heftig ist. Aber, Leute, was ist, wenn ihr einfach kein Oppressor-Bike habt? Nicht schlimm, Leute. Hier gibt es eine Lösung von mir. Natürlich könnt ihr jetzt einfach irgendeinen Supersportwagen nehmen, der wirklich richtig, richtig viel Geld kostet und beim Verkauf auch über $1.000.000 wert ist. Aber nein, Leute, ich bin ein bisschen kreativer. Ich habe es einfach mit der Bombushka gemacht. Ja, Leute, mit dem Flugzeug. Das geht auch, Leute. Ich habe das Flugzeug einfach wirklich neben mein MOC gestellt. Ich habe es dann wieder einlagern lassen, so wie es jetzt hier seht. Bin dann wieder zu Fuß in mein MOC reingegangen, habe mich natürlich ins Fahrzeug gesetzt, habe die rechte Pfeiltaste gedrückt
um halt irgendwas zu verändern. Habe ich dann alles verändert, drücke ich so lange Kreis, bis das Menü kommt. Fahrzeug verlassen oder mobile Kommandozentrale verlassen, habe natürlich Fahrzeug verlassen gedrückt, gehe dann zu Fuß raus und bumm, Leute, draußen steht natürlich jetzt wieder ein Duplikat. Und wenn ich dieses Duplikat auch zu LS Customs bringe, bringt das auch eine verfickte Million Dollar. Obwohl das Fahrzeug am Anfang eigentlich nur 780.000 Dollar gebracht hat. Aber Leute, auch wenn das total unlogisch ist, es funktioniert. Deswegen macht den Glitch so schnell wie ihr könnt, bevor Rockstar diesen krassen Glitch patcht. Und weil dieser Glitch wirklich so heftig ist, würde ich euch jetzt schon wieder bitten, ein Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren. Das zeigt mir zugleich auch, dass ihr Interesse habt an solchen Videos und dass ich mehr davon hochladen sollte. Aber ich bin jetzt einfach mal raus, Leute. Glitch so viel, wie ihr könnt. Ich bin raus. Euer Wombat. Ciao. We'll be right back.